Zombie Apocalypse. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Basti packt den Adventskalender aus. Weihnachten rückt immer näher, es ist der 15. Dezember. Das nächste Tütchen von unserem Kalender hier hinten wartet auf uns. Und hier könnten vielleicht sogar schon wieder Bonbons drin sein oder so. Ich werde mal mit euch zusammen reinschauen. Das ist Tütchen Nummer 15. Ich bin gespannt. Es lässt sich wieder ganz schlecht aufreißen. Da bleibt das Papier dran hängen. Das geht kaputt. Das ist nicht so schön. So, Tütchen Nummer 15 führt uns nach Schweden. Oh, was Neues. Cloetta Zoo, tierische Weihnachten. Fruchtige Leckerbissen für die Weihnachtszeit. In Schweden gibt es die alte Tradition, eine Schüssel Milchbrei vor die Tür zu stellen, um sich bei den Hauswichteln zu bedanken, die bei den Vorbereitungen des Festes geholfen haben. Okay. Schweden, es gibt Süßigkeiten, Gummitierchen, Zoo Original. Also wir haben hier scheinbar Giraffen oder nur Affen drin, ich weiß es nicht. 80 Gramm, so sieht die Packung aus. Zootiere, wir haben da die Affen und ja, die probiere ich auf jeden Fall. Hier können wir sie aufreißen. Oder muss man die, ja. Ja, man kann sie ja aufreißen. Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob ihr das seht hier. Das sind alles so eine roten... Ach, das sind alles rote Äffchen. Okay, die sehen so aus. Also wenn man sie in der Hand hat, sind alles Affen da drin. Sind sie relativ hart. Vom Geschmack her. Vom Geschmack her kann ich die nicht so richtig einordnen. Könnte Erdbeer sein. Auf jeden Fall schmecken sie. Ja, das ist Fakt. Die schmecken wirklich. Ich denke mal, die sollte man auch nutschen. Umso länger man die im Mund behält, umso weicher werden die. Aber das ist was Feines. Kann man immer mal... Die kann man immer mal mumpeln. Dann werde ich mir gleich mal ein paar meiner Schale hier machen. Meine Süßigkeiten-Schale. Zoo Original. Okay. Die anderen bleiben natürlich. Zum Kosten für meine Freundin. Das war Schweden. Heute am 15. Dezember. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen und morgen wieder einschalten. Wir nähern uns langsam der 24 und Weihnachten steht vor der Tür. Also bis morgen, ihr Lieben, und ja, habt noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.